Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt und wir fragen gleich mal aus wegen diesem komischen Zeichen. Was für Brandzeichen? Sie hat, also, wie von einem Brandeisen. Auf ihren Händen, innen. Brandeisen? Wie bei Tieren? Komisch. Genau. Aber das waren keine verkrusteten Narben, sondern glühend heiße, als würden sie noch brennen. Was geschah dann? Na gut. Und was geschah dann? Es wurde immer dunkler, als wären die Sterne erloschen. Und auf einmal verstummten die Grillen. Und dann, aus dem Wald, dieses Brüllen. Mir brach der Angstschweiß aus und mein Atem stockte. Da sprang eine Kreatur aus dem Wald, so groß wie eine Scheune, mit Hörnern und zwei glühenden Kohlenstücken als Augen. Dachte schon, das war's. Das Viech griff Frau Annas Pferd an, riss ihm den Kopf ab, trug sie in den Wald. Unsere Pferde, meins und Fräulein Tamaras, erschraken und rissen sich los. Nur deshalb sind wir entkommen. Das Fräulein wollte zurück, nach ihrer Mutter suchen. Aber Mama flehte sie an, bis sie davon absah. Sagte, alleine würde sie dort draußen sterben. Warum hast du denen denn geholfen? Warum hast du ihnen geholfen? Du hast einiges riskiert. Ich habe Fräulein Tamara was geschuldet. 3 Monde zuvor hatte mein Junge Fieber. Wir dachten schon, er würde sterben. Interessant. Tamara hat davon erfahren. Versorgte uns mit Essen und Salben. Wir sind bettelarm. Sie hat meinen Jungen gerettet. Kein Zweifel. Ich selbst hätte mich nie getraut. Aber mein Weib hat gesagt, wir leben in einer Zeit von Krieg und Hass. Das Volk geht einen falschen Weg. Wir müssen Gutes mit Gutem vergelten. Wer nichts tut, dient dem Bösen. Du hast eine kluge Frau geheiratet. Ist eine Schande, dass wir Frau Anna nicht retten konnten. Danke für deine Hilfe. Danke für deine Hilfe. Dem Fräulein, dem wird's doch gut gehen, oder? Dafür gebe ich mein Bestes. Jetzt müssen wir jetzt Tamara finden. Hier trennen sich also unsere Wege. Ich danke dir, Dea. Geh in Frieden. New. Ich finde Tamara in Oxford. Wie schmeckt dir das Silber? Und hey. Ich probiere jetzt auch mal so mit Ausweichen zu arbeiten, statt mit dem bekloppten, ich hau nur drauf kloppe. Das funktioniert ja nicht mal ansatzweise so gut. Aber mit dem Ausweichen geht es ja ziemlich gut. Können wir vor allem auch, glaube ich, weniger Treffer mit. Ab nicht mit. In Ochsenfurt. Hier ist schon Wasser auf der Karte, aber ist da noch Land? Okay. Okay, gut zu wissen. Ah, die Einäugigen. Naja, gut, ist jetzt auch egal. Wir gehen einfach mal weiter. Was willst du? Halt! Zum Zweikampf! Ich fordere dich heraus! Sind dir vielleicht die Stiefel zu groß? Vorsicht, nicht stolpern! Halt, sag ich! Ich bin Ronwied vom Sümpfle, gebunden durch einen heiligen Eid! Oh, und jetzt? Das ist hart. Mein Beileid. Der Jungfer Heidelbeer Ehre zu erweisen
der schönsten aller mir bekannten Jungfern, indem ich 100 Ritter im Duell besiege. Nun aber spornstreichs gezogen. Nach dir kommen noch 99 weitere. Ah, gut, los geht's. Bringen wir es hinter uns. Oh, ich darf sowas machen. Ich ergebe mich. Reicht's jetzt? Ja, das Glück war dir treu. Aber nächstes Mal. Nächstes Mal bring ich dich um. Fordere mich nochmal heraus. Heb die Hand, zieh das Schwert, sieh mich schief an und ich töte dich. Bist du da so sicher? Ja. Abwarten. Wie kann man sich nur so siegessicher sein? Irgendwie finde ich die Betäubung besser als sämtliche, also als Feuer oder sonst was. Aber da man auch viel schöner kämpfen kann. Du kannst ja einen Gegner eventuell komplett vom Kampf, für ein paar Sekunden vom Kampf aufschließen oder so. Und das geht ja sonst nicht. Ja, Mann. Mensch. Oh, der Sonnenaufgang. Das sieht so geil aus im Hintergrund, diese Blitze, der Regen. Das sieht echt nice aus. Habe ich hier nicht irgendwo noch Monster geschlachtet? Für Geister? Ich würde die jetzt gerne doch schon ausnehmen. Ist mir ja nicht auch im Spitzen von Regenbogen. Das ist ja nicht mega nice. So, die Richtung. Pechschwarze, die geht endlich wieder auf. Das sieht so nice aus. Haben die Leute nichts gegen deine weiße Visage? Och Mensch, sei doch leise. Wir reden jetzt mit Herr Barönchen. Weißt du, wer ich bin? Der Pferdebursche, den ich aus dem Feuer gezogen habe. Das werde ich dir nie vergessen. Hier, zum Dank. 20 Kronen, nett. Netter Typ. Dafür rette ich gerne Leute. Hexer, auf ein Wort bitte. Was gibt's denn? Was gibt es? In der Nacht, als der Baron allen befahl, die Türen zu verriegeln und drinnen zu bleiben. Was habt ihr, der Baron und du, getan? Da musst du den Baron fragen. Apropos, wo steckt er eigentlich? Im Garten. Seit neuestem sitzt er stundenlang im Garten. Betrunken? Nein, er trinkt und isst nichts. Sitzt nur da. Okay. Will er abnehmen, oder wie? Hier bist du also. Siehst du die Stockrose hier? Die violetten Blüten? Habe ich aus Nazair mitgebracht. Anna hatte etwas darüber gelesen. Wollte sie unbedingt haben. Sie hat sich stundenlang um sie gekümmert. Sie war so glücklich dabei. Und diese da, die gefüllten? In Serikanien werden sie Paradiesvögel genannt. Aber Tamara nannte sie Paradiesdrachen. Sie hat sie geliebt. Eine Schande, dass ich nie erfahren werde, welche Blumen der am liebsten gehabt hätte. Aber gut, dass ihre Seele frei ist. Dein Verlust, beruhigen ihn mal. Ist sicherlich schmerzvoll. Schrecklich. Aber wir hätten nichts tun können. Nein. Weder jetzt noch in Zukunft. Es war zu spät, das war klar. Ich hätte früher handeln und dieses verdammte Wählen verlassen sollen. Tja. In diesem schmutzigen Sumpfloch hier. Das konnte nicht gut gehen. Aber wir müssen mal über seine Verräter über deine Familie. Du hast etwas herausgefunden? Ja. Sogar noch mehr. Lass uns reingehen. Hier draußen ist es ziemlich kühl. Aber das würde dir leider nicht gefallen, das
Ja. Gibt es Neuigkeiten? Deine Tochter ist in Ochsenfurt. Was zum Henker? Geht es ihr gut? Ist sie gesund? Ist sie sicher? Warum hast du sie nicht mitgebracht? Das habe ich nie angeboten. Du sagst, dass sie sicher ist. Hast du sie denn gesehen? Nein, ich sprach mit ihrem Fluchthelfer, der sie auch aufgenommen hat. Tamara ist wohlauf. Soweit ich verstanden habe, will sie dich weder wiedersehen noch zurückkehren. Ich traue keinem Bauerntölpel, der ihr vielleicht geholfen hat. Ich muss wirklich wissen, dass sie sicher ist. Geh zu ihr. Überzeug dich, dass sie sicher ist. Ich glaube keinem anderen. Ich mach's, komm. Na gut, das mach ich. Ich bin dir dankbar. Nimm diesen Anreiz. Und das hier könnte nützlich sein. Was ist das? Ein Geleitbrief. Seit die Redanier sich des Pontartals bemächtigt haben, ist es verdammt schwierig, Novigrad ohne Geleitbrief zu erreichen. Also gut. Du solltest sie beide finden. Was ist mit Anna? Die habe ich noch nicht. Aber ich bin ja auf der Spur. Also, worauf wartest du dann? Dass du mir was über Ciri sagst, wie vereinbart. Na gut. Ein Mann, ein Wort. Während Ciris Genesung haben wir sie auf die Jagd mitgenommen. Bisschen galoppieren, um nach der Bettruhe die Glieder wieder zu lockern. Ah, jetzt kann ich wieder Ciri spielen. Ah, yay. Die schönere von Geralt und Ciri, ne? Dein Mädchen ist ein Glückspilz. Ein Wildschwein dieser Größe zu erlegen, wäre eines Festmahls König Volltests würdig, wäre er noch am Leben. Ciri, komm! Dir sollte die ganze Keule gehören, finde ich. Und ob. Ausgezeichnet, Mädchen. Nicht schlecht. Aber wer geht mit einem Schwert auf Wildschweinjagd? Bogen oder Speer waren nicht vorhanden. Da blieb mir nur mein Schwert. Nun, du hast es schön geschwungen. Wo hat man dir das überhaupt beigebracht? In Kaer Morhen. Ja, komm, wir sind in die Wald. Dort gibt es eine Hexerschule, ja. Aber ja. Soviel ich weiß, nehmen sie nur Jungen auf. Für mich haben sie eine Ausnahme gemacht. Sicher. Meinst du also, du bist eine Hexerin? Eigentlich nicht. Die Mutation. Ich habe sie nicht durchgemacht. Aber alles andere, was ich weiß, habe ich dort von den Hexern gelernt. Kennst du dich mit Tränken aus? Nicht so gut. Nur ein bisschen. Weißt du, manchmal zwickt's mich im Rücken. Halt's Maul, Ygrin. Niemand interessiert sich für deinen Rücken. Manche Frauen können Schwerter schwingen. Ich kenne da eine. Aber Pferde können sie nicht besteigen. Nur Schwänze. Sie reiten wie beschwipst. Kein Wunder, wenn sie immer seitwärts aufsitzen. Wollen wir wetten? Denkst du, dass du schneller reiten kannst? Gerne. Worum wetten wir? Um das schwarze Pferd. Das im Stall. Oh, das kommt nicht in Frage. Angst vor dem Rennen. Im Probezimmer. Hast du etwa Angst? Nein. Also, was ist los? Das Pferd gehört mir. Ein Wettreiten gegen den Baron selbst? Was für eine Ehre. Oh, das wird ein unvergesslicher Anblick. In der Tat. Abgemacht. Wenn ich gewinne, bekomme ich dein Schwert. Abgemacht. An deiner Stelle würde ich nichts mehr trinken. Du brauchst einen klaren Kopf. Bei Tagesanbruch geht's los. Erstmal zusaufen, ne? Oh nee, jetzt muss ich Pferderin machen. Easy. Na, schwarzer Ladebildschirm, weißer Ladebildschirm. Was kommt als nächstes? Türkis. Der Morgen dämmert. Bereit? Bereit. Wer zuerst beim Turm ist. Au!
aufsteigen. Och man, ich wollte so hinsprinten, raufspringen und dann abhängen. Los, Ciri, mach uns keine Schande. Du bist scharf auf das Pferd, was? Hatte genauso eins. Schneller. Zeig ihr, wie es geht. Nicht aufgeben, bitte. Kurz Ausdauer entspannen. Dein Schwert gehört mir. Das werden wir ja sehen. Oh, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Oder auch nicht. Aha. Easy. Ciris Geschichte, das Rennen. Du bist der Wind, keine Frau. Du hast dir das beste Pferd verdient. Es gehört dir. Vielen Dank. Was? Oh, da hört man was. Oh, ein Greif. Noch eine Chance zu gewinnen. Och Mann, ich wurde jetzt schon gegen den Greif kämpfen. Jetzt bin ich beleidigt. manchmal nervt es halt echt, wenn er nur zu wenig erzählt. Sie schrie wie eine Irre. Im Nu hatten alle die Wette vergessen. Alle rannten, um sich zu retten und riskierten sich dabei, den Hals zu brechen. Und? Habt ihr es geschafft? Manche schon. Andere hatten weniger Glück. Aber was dann geschah? Hexer, ich habe vieles gesehen, aber noch nie so etwas. Niemals. Oh nein. Ich kenne diesen Blick. Du lernst schnell. Den Rest hörst du, wenn du meine Frau findest. Ich bin dran. Aber du kommst kaum voran. Sie haben sich getrennt. Daran hatte ich erst nicht gedacht. Keine Sorge. Ich werde auch Anna finden. Ja, wir fragen mal noch wegen den Hexen. Ist dir was über Hexen in Velen zu Ohren gekommen? Auf die Gerüchte der Bauern gebe ich nichts. Die einfachen Leute sehen Hexen, Zauberei, Teufel und was weiß ich alles, überall auf ihren Wegen. Na gut, dann bis dann. Vielleicht spiele ich aber mal Gwind gegen den Typen. Und ziehe ihn ab, auch wenn ich kaum Plan für das Spiel habe. Und ich in meiner ersten Partie so richtig krass fertig gemacht wurde, weil ich alle Karten ausgespielt hatte. In einer Runde. Bobos. Warte, Hexer. Wenn du meine Tochter findest, gibst du ihr bitte das hier? Eine Stoffpuppe? Mhm. Den gehe ich jetzt verkaufen. Ich bin ins Dorf wegen der schon mal von vorbeugenden Arschtritten gehört. Hey Jungs, ob wir mal was ziehen und uns die Bestie vorknüpfen. 1700 Meter. Wo zur Hölle ist das? Wahrscheinlich ist das am Arsch der Welt. Und ich komme gerade mal bis da mit einer Schnellreise. Ja gut, aber besser als hinzulaufen. Oder ich reite. Ach komm, ich reite hin. Ich finde bei eventuell noch sowas wie Schreine und Co. Ach komm, kann man hier nicht einfach hochspringen? Plötze! Stimmt, wir haben den Greifenkopf gar nicht ausgerüstet, sehe ich gerade. Mensch. Da. Warte mal, wir haben zwei Sachen. Was macht denn die andere? So, hier. 5% Bonuserfahrung bei Humanoiden und du machst. Schön ist halt dieser Mittagsgeist und du machst 10% Chance auf Verstümmeln. Wir nehmen die Chance bei Verstümmeln mit. Aufs Verstümmeln, nicht beim Verstümmeln. Boah.
Du hast Augen wie eine Katze. Und 1800 Meter reiten. Das fährt aus, da nicht so wie das, was wir gerade hatten. Kann es sich noch schneller reiten? Oh, der Sonnenaufgang. Wunderschön. Mit so einer Perspektive zu reiten? Ja doch, das sieht einfach nice aus. Ja gut, ich reite jetzt mal hier nicht querfeldein. Ich hasse Bäume und sowas, ne? Was ist denn, wenn die Pferdeausdauer einmal gen Null geht? Zum Glück reite ich so nicht bei Pferderennen. Wie ein Mann! Dein Arsch gehört mir! Wir haben den instant hingerichtet. Krass. Der will wieder schießen, kann ich sagen. Ja. Ouch. Ist aber super hingefallen, muss man sagen. Oh, ein Meistergegenstand. Oder magischer Gegenstand, glaube ich, stand da. Ja, ne, Meister. Oh, die sind sogar gut gemacht, die Waffen. Danke. Oh, Mensch. Das ist ja Verschwendung. Oh, ich hätte mit Insekten töten können. Es ist schon nicht leicht, wenn man sowas alles erst im Nachhinein erfährt. Ah, hier oben liegt eine Truhe. Mit Eisenerz. Oh, da war ein guter Gegenstand bei. Ein gelber. Da ist er. Gute Hosen. Ja gut. Die sind halt echt nicht schlecht, oder? Vergleichen wir hier. Genau. Ja, die sind halt echt nicht schlecht. Muss ich nochmal reparieren lassen. Das Schwert schaut wie aus. Macht etwas mehr Schaden als mein Schwert. Ist aber nicht zwingend besser. Weil mein Schwert hat ja noch einen Gifteffekt und alles drin. Ja, der Inhaber dieses Dokuments da. Bla bla bla. Untersuche alle verbleibenden Spuren im WLAN und finde die Frau des Barons. Was heißt denn alle verbleibenden Spuren? Ich tue jetzt garantiert keine halbe Karte. Oh, jetzt sei leise. Hör auf zu jammern. Ich helfe dir da schon.
wollte eigentlich gucken, ob ich den so finishen kann, aber ich weiß halt echt nicht, ob man sowas überhaupt so kann. Oh, jetzt befreien wir erstmal den Typen. Lebendig im Leib aufgefressen. Die Leichen müssen sie angelockt haben. Danke, dass du mich nicht im Stich gelassen hast. Hab ich auch mal Glück. Glück? Die Lage könnte wohl schlimmer sein. Warst du in letzter Zeit infiziert? Schleppst du deshalb Leichen rum? Was? Nein, das ist meine Arbeit. Gut bezahlt. Aber du bist kein Hexer und kein Magier, also bist du nicht immun. Ich bin kein widerlicher Mutant. Den Göttern sei Dank, aber keine Sorge. Ich werde einfach nie krank. Du wirst einen neuen Wagen brauchen. Den hier musst du verbrennen. Gleich. Kann ich die Leute nicht schnell irgendwo eingraben? Man kann den Wagen noch reparieren. Wenn jemand erfährt, dass du damit solchen Opfer transportiert hast, wird dich nie wieder einer beauftragen. Aber warum sollte denn irgendwer... Ich sag nichts, wenn du nichts sagst. Und du wirst die Pocken meilenweit verteilen. Dann muss es wohl sein. Hast du irgendwas zum Anzünden? Ja. Sowas, das brennt ja wie Zunder. Easy. Kann ich sagen, mit dem Medaillen? Ein Glück, dass ich dich getroffen habe. Danke für deine Hilfe und deinen guten Rat. Kein Thema. Noch einer. Geh nach Hause, verbrenn die Kleider und schrubb dich gründlich. Sicher, aber es ist wahr. Mir kann kein Pesthauch was anhaben. Das hoffe ich. Leb wohl. Kannst du noch Geld geben? naja, ich würde nochmal sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst eine Bewertung vom Video da. Vergesst nicht, einen Kommentar zu schreiben oder den Kanal zu abonnieren, wenn ihr neu seid. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.